Und wieder ein herzliches Willkommen zu Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Eine neue Playliste, die ich eröffnet habe bzw. ausbauen möchte mit Online-Matches. Ja, und ich bin von Nürnberg Gameplays als Hobby und wir machen einfach direkt weiter. Wir suchen einen neuen Spieler und schauen mal, wie gut wir uns halten können oder ob wir uns verbessern. Dandy Daint oder Dandy Dante, irgendwie sowas. Yoshi, ah, okay. Yoshi finde ich niedlich. Schauen wir mal. Der erste Punkt geht wohl an mich. Ah, der hat das gleiche Problem gehabt, wie ich es die ganze Zeit habe. Man denkt immer, der Gegenüber spielt in die entgegengesetzte Richtung. Und dann sowas, weißt du? Oh, okay. Was er sich freut, der Yoshi. Hey, diesmal sieht es für mich so aus wie vorhin. Mit meinen Gegnern. Yay! Ich habe den Kampf gewonnen. Hallo! Trotzdem nettes Spiel, denn die Dente oder so. Aber hey, einen Kampf gewonnen. Das finde ich schön. Endlich mal. Ja, zurück zum... Sorry, Dandy Dent. Ich muss die Aufnahme beenden. Ist irgendwie blöd, ja. Ich weiß, aber irgendwie... Vielleicht sollte ich länger aufnehmen und da halt eben die Videos einfach stückeln. Aber dann spiele ich die ganze Zeit nur gegen einen. Das ist natürlich auch blöd für euch. Dann entsteht nicht so ein großer Wechsel an Spieler. Also muss ich das leider doch so machen. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ihr dürft mir gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen und auch ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Online-Match wieder. Vielleicht auch als Gegner, falls ihr das selber auch spielt. Und würde sagen, das war Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch mit von Lyra Gameplays als Hobby. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wie gesagt. Auf Wiedersehen und tschüss.